Liebe Bartbrüder und Schwestern, es ist soweit. Und jetzt kommt der Klischeespruch, ihr habt es ja natürlich im Titel gelesen. Und ihr habt das Thumbnail abgecheckt. Und für alle, die ab und zu auch mal meine Videos verfolgen, was in letzter Zeit nicht so aussieht bei den wenigen Klicks, die ich gerade mache. Die wissen, dass ich beim Herrn Faktenhalle an der Saale im Multimedia-Zentrum mit ihm zusammen im Aufnahmestudio saß. Und ja, das Lied habe ich nicht vergessen. Und das Lied ist jetzt draußen. Normalerweise kennt ihr mich ja so, dass wenn krasse Sachen rauskommen, ich das direkt am Anfang nicht verbergen kann und direkt ausraste. Das ganze Theater, was ich sonst so mache. Aber ich bin nicht ganz so zufrieden, wie ich es eigentlich sein wollte oder gerne gehabt hätte oder wie ich es mir immer vorgestellt und gewünscht hätte. Naja, aber dazu muss ich relativ weit ausholen. Und damit ich erstmal die richtigen Worte finde, zieht euch das scheiß Intro rein. Ihr habt tatsächlich richtig gehört, ich habe mit dem Fakt einen Song zusammen aufgenommen. Und bevor ich näher darauf eingehe, dass ich ein bisschen enttäuscht bin von dem ganzen Stück und euch genau erkläre, warum das so ist und mir heute tatsächlich auch eure Meinung noch wichtiger ist, als sie ohnehin schon jedes Mal war, möchte ich vorab anmerken, dass ich mich mit ihm zusammengesetzt habe, über seine komplette EP gesprochen habe, die ich nebenbei gesagt, richtig krass feier im Großen und Ganzen, gab es trotzdem so einigen Stress zwischen uns, würde ich jetzt einfach mal sagen. Nicht nur, weil wir zwei Hitzköpfe sind, und das wird er wahrscheinlich an der Stelle auch bestätigen, sondern weil es natürlich auch mal vorkommen kann, dass man im Musikstudio nicht immer einer Meinung ist. Unsere Meinungen hätten nicht weiter auseinandergehen können. Und das schon bei unserem ersten gemeinsamen Song. Und ohne jetzt zu sehr darauf einzugehen, weil ich ja erstmal den Song mit euch hören möchte, damit ihr nicht voreingenommen seid von meiner eigenen Meinung. Aber bevor ich dann mehr darauf eingehe, was ich an dem Song so feiere und was mich tatsächlich enttäuscht hat, lasse ich euch einmal selbst in den Song reinhören. Und das Gute ist, dieses Mal kann ich den Song in voller Länge abspielen. Wir haben die kompletten Copyrights natürlich von dem Fakt zur Verfügung gestellt bekommen. Dennoch möchte ich vorab dazu animieren, wenn ihr den Song einmal in groß sehen möchtet, weil er jetzt wahrscheinlich nur so ein kleines Kätzchen hier sein wird, und einmal in voller 4K-Qualität und den Song auf seinem Kanal auch ein bisschen pushen wollt, dann checkt ihn einfach auf seinem Kanal ab. Dann hören wir uns das gute Stück mal an und ich versuche mich zusammenzureißen, mir nicht anmerken zu lassen, was ich am Song scheiße finde. Liebe Maya, ich bin mir bewusst, komm, schlaf in der Nacht wegen uns hinter Jalousien. Kraut uns unter Unsinn geschieht, ich war dunkel als lief in Gedanken vertieft, als wenn Frankie mir rief, unser Haus hing schief, denn die auffällig lief, kriegt laufend ein Brief. Auflagen, Aufnahmen aus dem Archiv, Hauptsache brauchbare Jeans im Schrank. Ich weiß, ich hab viel verlangt, für die Opfer, die du bringst, wurde selten gedankt. Dieser Text geht mir schwer von der Hand, das ist mehr als nur Herz und Verstand. Ging oft nicht als Telefon ran, mich wegen Empfang, mein Benehmen beschämend, lag mehr als nur einmal ein Chef auf einer Bank. Es ging kurz und klar deine Angst, dass ich werde wie Frank, war gefährlich nah dran, du. Predigst und betest, nimm keine Drogen, kein bloß die da oben an. Die ganzen Verbote in Zellen eingebrannt, aber einfach umgang. Teuflischer Drang nach betäubendem Hanf, kein Leben am Limit, doch äußeren Rand. Nachts an Häuser gerannt, gezeigt und versteckt, wo kein Bull uns fand. Liebe Mami, du zeigst uns den Weg wie Navi über Dörfer, leeren Wälder nach Rom. Blut ist schon droht, du bist der Bandi, die Nani, ein bisschen nahe vom Life ist Bona in einer Person. In Liebe dein Sohn. Liebe Mami, du zeigst uns den Weg wie Navi über Dörfer, leeren Wälder nach Rom. Blut ist schon droht, du bist der Bandi, die Nani, ein bisschen nahe vom Life ist Bona in einer Person. Der Mensch ist kein Freund von den Schatzens, weil wir nie machen, was die anderen wollen oder schaffen, was wir nicht sollen. Entwaffne das Volk mit der Zunge aus Gold, keine Chainsaw, Claymore und kein Gold ist vonnöten, um dich Scharlatan zu töten, spucken wahrlich große Töne wie. Wie müsste Satan machen, vor dir ein Abbrattern, Mama warte mich vor denen und enttarnte wirklich eben, noch bevor sie etwas reden. Sie spürt dein Ki, du bist fake, also strafe ich dich vis-à-vis ein, tu nicht so wie du. Durchschaut man doch im Nu, ich hör dir tausendmal nicht zu, also lass doch einfach gut, ich mach einen Sprung auf Chindo-Ju. Meine Fame und ich immun gegen Fakes, gib mir Flex und ich lass dich auch in Ruhe. Liebe Mami, du zeigst uns den Weg wie Navi über Dörfer, leeren Wälder nach Rom.
dich schon drohen. Du bist selber nie die Nanny, ein bisschen nahe vom Nachwuchsbohne in einer Person. In Liebe dein Sohn. Diese Szene, wo der so macht, ey. Alter Schwede. Danke für alles, Mami. Liebe Mami, liebe Mami, liebe Mami. Ganz witzig fand ich zum Beispiel diese Auflockerung, wo er hier diesen gemacht hat, weil ja diese Textstelle mit dem Adolf da drin ist, ne? Und was ich auch ganz lustig fand, ist ganz zum Ende, wo er diesen Close-Up macht und dieses Bild langsam in mir verschwindet quasi. Und ich muss ehrlich sein dafür, dass ich meine eigenen Skills irgendwie sehr schwer bis irgendwie gar nicht einschätzen kann und auch nicht so ein riesen Selbstbewusstsein habe, was meine Gesangsskills angeht, fand ich den tiefen Part, um jetzt mal direkt zum Punkt zu kommen, schon ganz gut. Den höre ich auch ganz gern. Dann komme ich jetzt aber zu dem Part, den ich nicht so toll finde. Denn das ist der Hohe. Der klingt für mich persönlich, ne, da bin ich wieder dabei. Leute, nicht voreingenommen sein, wenn ihr das jetzt gefeiert habt, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr aber meiner Meinung seid oder das aus irgendeinem anderen Grund nicht feiert, dann schreibt es bitte ebenso in die Kommentare. Das ist wirklich sehr wichtig, weil das eine Riesendiskussion zwischen mir und Fakt war und ich das Ding endlich mal klären will. Obwohl ich glaube, dass er da eh nicht drauf hören wird, aber das ist wieder eine andere Sache. Sind wir wieder beim Thema Strohköpfe, ne? Ich finde den hohen Part nervig und ich finde auch, dass die Tonlage einfach nicht passt und dass es nicht melodisch genug klingt. Wenn man den ganzen Song mit der tiefen Tonlage gemacht hätte, würde es viel geiler, viel souliger, viel schöner klingen, weil da stehe ich auch selbst dahinter so. Die hohe Geschichte, diese Tonlage wollte Fakt unbedingt haben. So, er hat mir natürlich einen Auftrag gegeben und egal was ich ihm sagte, egal wie sehr ich mit ihm diskutierte und meinte, hey, pass auf, ich will doch auch damit zufrieden sein und das, du kannst ja nicht einfach irgendwas hochladen oder irgendwas verwenden, wo ich sage, ich find's scheiße, obwohl ich ein Teil davon bin. Er blieb trotzdem bei seiner Meinung und hat gesagt, er feiert, er wollte es genauso haben, entweder das kommt so raus oder das kommt gar nicht raus. Ja, bei den Ultimatum ist, glaube ich, ganz klar, dass wir uns da ein bisschen gezofft haben. Ne? Und da das mein erstes Feature oder der Einstieg so ein bisschen in den Musikbereich, ist es mir natürlich wichtig, dass der Einstieg optimal ist. Aber nochmal von Anfang. Fakt hat mich gefragt, ob ich für einen seiner wichtigsten Songs, wenn nicht sogar sein wichtigster Song und der ihn am meisten bedeutet, die Hook singe. Weil er immer der Meinung war, dass ich gut singen kann. Und irgendwie konnte ich ihm diesen Gefallen nicht abschlagen, weil er auch eine Menge für meinen Kanal gemacht hat oder immer noch tut und wahrscheinlich auch in Zukunft noch machen wird. Aber ich war mir sicher, als ich das erste Mal den fertigen Song gehört habe, dass 9 von 10 Leuten, die das Ding hören, mein subjektives Empfinden dazu, dass diese 9 von 10 sagen, das ist irgendwie verhunzt, das ist irgendwie verkackt. Jungs, ich weiß nicht, was ihr da gemacht habt, aber also dieser hohe Part, der ist nicht geil. Der ist einfach nur, passt nicht, ist nervig, ist vielleicht, nee. Und deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht und hätte mir gewünscht, wir hätten mehr draus gemacht. Oder ich hätte die Chance gehabt, da vielleicht mehr draus zu machen. Und das war es leider noch nicht ganz. Es gibt auch noch eine andere Sache, die mich ein bisschen gestört hat. Weil am Anfang wurde es so ein bisschen so kommuniziert, wie Mami wird halt super besonders. Das wird der krasseste Track auf der EP. Und irgendwie, neben deinem bereits veröffentlichten Video Invasion, was ja die Single-Auskopplung aus dieser EP ist, und den anderen Videos, die noch kommen, zum Beispiel das nächste wird ja das über seinen Bruder sein, alle anderen Videos fand ich mega krass, haben mich extrem umgehauen und überkrass gemacht. Und dann schaue ich mir das Video zu meinem Song an, oder zu unserem Song, und hatte irgendwie das Gefühl, dass das nicht ganz so liebevoll gemacht wurde wie die anderen Songs. Ich meine, versteht mich nicht falsch, ne? Im Vergleich zu allem anderen, was man hier lokal sieht, ist das die krasseste Produktion, die es wahrscheinlich je gegeben hat hier im Osten. Ich sehe Invasion und denke mir so, Alter, was ein Brett. Ich sehe
das Video über seinen Bruder, was ja noch nicht rauskommt, aber wahrscheinlich nächste Woche schon draußen ist. Und mir fällt die Kinnlade runter. Es ist einfach so krass gemacht gewesen. Ich sehe so Szenen, wo der auf so einem dunklen Dachboden irgendwie sitzt. Es sieht mega gefühlvoll, mega emotional aus und er erzählt so eine Story. Und dann sehe ich das zu Mami und er steht halt einfach nur vor einer Wand und hat so ein bisschen Laserpointer am Start. Und warum nimmt man da nicht irgendwie so emotionale Szenen und vermischt das so mit diesem Dunklen aus dem Wald? Das passt doch viel besser als so hellgrün, als so übelst farblich. Und dann kommen die dunklen Szenen mit mir so. Und irgendwie spricht man von der Mami und singt von der Mami, aber so richtig viel Mami hat man jetzt nicht gesehen und hätte wahrscheinlich das dem Video auch nicht entnommen, wenn man jetzt den Text ausgeschaltet hätte oder den Sound. Vielleicht habe ich da einfach überzogene Vorstellungen und ich will, wie gesagt, nicht undankbar und nicht ablästernd wirken. Denn, und das kann ich noch dazu sagen, ich habe sowieso im Vorfeld mit ihm gesprochen, habe ihm gesagt, wie das Video ausfallen wird, wie mein React ungefähr ausfallen wird, was ich jetzt gerade mache. Und dass er damit klarkommen muss, wenn wir das hochladen, dass ich natürlich trotzdem meine ehrliche Meinung sage und ihn nicht irgendwie so Mousse ums Bäckchen schmiere, nur weil er ein Kumpel von mir ist und weil er so viel für mich macht und wir sonst ganz cool miteinander klarkommen. Denn ich finde es auch unter aller Sau, wenn man dann hier so rumsnitcht und uproastet vor der Kamera, anstatt sich Auge in Auge miteinander zu unterhalten. Ich persönlich hätte mir einfach ein bisschen mehr Herzblut und ein bisschen mehr Liebe und ein bisschen mehr Hingabe für das Video gewünscht. Und alles in allem feiere ich ja seine EP trotzdem überkrass und bin natürlich nicht nachtragend. Invasion ist ein krassester Track, den er je gebracht hat. Meine Reaction dazu ist schon online. Und das Lied, was noch auf euch zukommt mit dem Bruder, ist halt auch übertrieben gut. Und vielleicht soll ich es als Chance sehen oder wir, wer weiß, ob Fakt mit mir überhaupt noch Bock hat, so ein Video zu machen. In Zukunft ein noch krasseres Ding rauszuhauen. Und dann zum Abschluss habe ich da noch was Besonderes für euch, um genau zu sein, zwei Sachen. Denn erstens kündige ich hiermit, mit diesem Video, an, dass es jetzt für 7 Tage kompletten Hip-Hop-Inhalt auf meinem Kanal geben wird. Es wird also Themenwochen geben, oh mein Gott! Die Woche, die darauf folgen wird, wird es eine komplette Tinder- und Dating-Woche geben. Und es wird auch auf die Straßen gehen. Beard Bro, du kleine Clickbitch. Und zum Abschluss habe ich da noch ein paar kleine Videoinhalte vom gestrigen Konzert, was der Fakt in Halle im Labim, welches am 31.12. leider zumachen muss, gegeben hat. Und es war das erste Konzert zu seiner rausgekommenen EP. Und der Penner hat es natürlich geschafft, dass ich auf die Bühne gekommen bin und mit ihm trotzdem den Song Mami performt habe. Und zwar ihn zuliebe. Und nicht, weil ich den Track so feiere. Aber ich glaube, das hat man auch gesehen. Schaut es euch einfach mal an. Seht es mir nach, dass ich schon 1-2 Bierchen Intus hatte. Und es waren dennoch ziemlich coole Momente dabei, das kann man schon sagen. Komm auf die Bühne! Los, Bruder! Liebe Mami, du zeigst uns den Weg wie Navi über der verdammten Wälder nach oben. Du bist der Mami, alles im Nacht, du machst es mit meiner Person. Liebe dein Ding. Dazu sagen, selbst wenn ihr meiner Meinung sein solltet, es ist immer noch besser als ApoRed, es ist immer noch besser als Bibi.